Ja, bei mir war das eine logische Abfolge. Ich habe als Kind mit dem Bergsteigen begonnen. Ich habe mich dann langsam hinaufgearbeitet, habe immer das Glück gehabt, sehr gute Partner zu haben. Ich habe auch Glück im Gebirge gehabt, habe einige Abstürze auch leider Gottes mitmachen müssen, aber ich bin mehr oder minder gesund geblieben und ich konnte mein Hobby mit dem Beruf verbinden. Ich bin Bergsteiger geworden. Ich glaube, die Neugierde ist sehr wichtig, die Bereitschaft zum Leiden ein bisschen. Also nicht, dass man da jetzt Masochist sein muss, aber man muss ein bisschen leiden können. Dann eine gewisse Zähigkeit braucht. Zähigkeit ist im Gebirge wahnsinnig wichtig. Natürlich Kondition ist auch sehr wichtig. Und es braucht gute Partner.